Hallo und willkommen zu einer weiteren Folge von Minecraft Hardcore. So, wir sind immer noch an der zufällig gefundenen Bastion. Und jetzt brauchen wir uns erstmal ein paar Materialien ab. Damit wir uns wiederum ein bisschen hier sicherer fühlen können. Da unten ist noch eine Kiste. Sozusagen hier alles mal ein bisschen so Stück für Stück abtragen. Nur mal zu gucken, ob hier unten drunter noch Kisten sind. Ach, jetzt kriege ich gerade Sonnenstrahlen voll hinten in den Nacken rein. Das ist unschön. Gleich mal hier gucken. Ich kann mir ziemlich jetzt so hier bauen, dass mir quasi dann die Kiste absafen können mit Sand. Kurz schauen, wo es ankommt. Nicht in der Lava, das ist gut. Ja, dass ich die hier wiederum ganz entspannt angehen kann. Maximal einen von diesen habe. Und da scheint eine Stufe zu sein. Machen wir es halt so. Und dann tue ich mich mal hier runter. Decken. Und wenn der mir hier aggro kommt, kann ich den ja immer noch wegsnipen. Zwischendurch halt auch nochmal hier in die Gegenden reingucken. Okay, der ist dort gesaved. Cool. Da haben wir auch noch eine Kiste. Schade. Der gefiel mir gar nicht, der hat eine Armbrust gehabt. Aber ich muss mich da rein, wenn ich das da bis dahin schaffe.
So, jetzt können wir eins nur hoffen, dass wir da endlich mal so einen drin haben. Immer noch nicht. Auf jeden Fall haben wir eine verzauberte Armbrust. Ja, gut. Entweder lang das Oink, dass der runtergefallen ist. Dann heißt das nämlich für mich ja. Ein paar Baumaterialien, versuchen aber nicht gerade das Obsidian zu erwischen. So, dann gucken wir mal, was haben wir hier jetzt drinnen? Okay, wir haben einen Ancient Debris bekommen, Gold. Ja. Aber nicht das, was ich gerne wollen würde. Da ist noch eine Kiste. Oho. So. Ich will jetzt mal was wegwerfen, weil die Golddingens brauche ich nicht. Das kann weg. Schade, ich wollte jetzt gerade wie in Modpacks gucken, was mit U. Wir haben die eine Music Disc. Noch eine Crossbow. Ei, Level Ska. Ich will diese doch nur das Smithing Template. Ich werde bestimmt hier einige Kisten übersehen haben. Also verzeiht's mir. Bin hier gerade übelst angespannt. Weil wenn wir hier sterben, sind wir tot. Das ist die Welt. Geschichte. Ich hab's gesagt, ich hab's gesagt. Ah,
Ja. Gut. Also ist das Projekt erstmal beendet. Wie viele Tage haben wir überlebt? 158 Tage. Ja, Fazit. Ich habe zu viel riskiert. Definitiv. Ja, jetzt müsst ihr mal abstimmen. Neue Welt, neues Glück oder who knows? Oder was anderes. Müsst ihr jetzt mal reinschreiben. Jetzt bin ich gerade nur ein bisschen geflasht. Ja, also wirklich, wir haben jetzt zu viel riskiert. Ich hätte wirklich nicht hier so tief reingehen sollen. 158 Tage in Hardcore. Mein neuer Rekord? Ja. Ich muss dann die Welt saven, die Welt dann sozusagen für euch zur Verfügung geben. Also ich muss jetzt hier zu Spectate World gehen. Wir starten hier. Eieiei. Eieiei. Ich habe mir das doch irgendwo aufgeschrieben. 110. 110 und 17. Ah ne, das ist das Bohren, okay. Da müssen wir nochmal hier schnell für euch zurecht suchen. Die waren Kirschen direkt am Spawn, habe ich nicht gesehen. Ja, zu viel gewollt. Hallo? Ich wollte schon sagen, lad doch mal nach. Nur weil ich im Spectator-Modus bin. Im Spectator-Modus bin. Gewollt und auch verloren. Jetzt stürze ich mich mit einem Modpack-Projekt. Nein, Spaß, erst einmal abwarten, was ihr schreibt. Also, ich lade dann, muss dann gucken, wie ich die Welt hochgeladen bekomme für euch, dass ihr das hier runterladen könnt. Ist jetzt schade, 158 Tage. Aber gut, wir lernen aus unseren Fehlern. Ihr entscheidet jetzt, neue Welt, neues Glück oder keine Ahnung. Normales Survival, aber normales Survival ist dann immer so, T/. Okay, das geht natürlich jetzt nicht, müssten wir kurz das machen. Dann, dass wir hier den Game Mode mal kurz ändern. Halt. T/. Game Mode. Kreativ, weil da können wir uns nämlich auch auf den Boden begeben. So, aber nichtsdestotrotz sage ich erstmal an der Stelle, danke fürs Zuschauen. Ja, und dann müsst ihr jetzt mal entscheiden, zu viel gewollt und auch verloren.